Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Loadout Video. Wir haben heute Rot mit am Start. Direkt vorneweg, das ganze Inventar kostet ohne Knife und Gloves 126,60 €. Die Knife und Gloves haben wir separat gelistet mit einmal günstigeren und eben teureren Optionen. Die Liste ist mal wieder von Sneasel und wir legen direkt los mit den Pistölchen. Okay, ja. Zuallererst haben wir die P250 Muertos in FT für 3 Euro stehen. Die gesamten Preise sind Skinbaron-Preise von den aktuellen Angeboten. Also wenn ihr das hier nachkaufen wollt und genau diese Preise haben wollt, dann müsst ihr in unserem Fall eben bei Skinbaron vorbeischauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Also hier einmal P250 Muertos ist natürlich schon, also ich glaube, da kann man sich gar nicht, kann man sich nicht beschweren. Das ist ein super roter Skin. Let's go. Als nächstes kommt die USPS The Traitor an den Start. Das ist natürlich schon ein Schnuckelchen. Also auch grundsätzlich, wenn man gar nicht so großen Wert auf ein rotes Inventory legt, ist das wirklich ein nicer USPS-Skin. Und für 12 Euro in Field-Tested auf jeden Fall lecker zu haben. Bei den Terroristen haben wir die Glock 18 Candy Apple. Ganz lecky, schmecky, ohne Schnickschnack. Einfach nur der rote Lauf. Genauso muss es sein. Bei den Dual Berettas haben wir, man hätte nichts anderes erwarten können, die Hämoglobin am Start oder die Hämoglobins. Sind ja zwei Stück. Und der Skin ist lecky, schmecky. Super duper. Die liegen in FN bei 6 Euro und die Glock gerade eben bei 1 Euro. Auch in FN. Falls ich das nicht erwähnt habe, sorry. Darauf folgt die P2000 Imperial für 30 Cent auf Skinbaron in FN. Das ist wirklich schon... Wobei die hier so ein bisschen verschlissen aussieht. Die 5-7 liegt auf dem nächsten Platz und hat für 60 Cent eigentlich alles, was man haben möchte. Wenn man einen roten Skin haben möchte, der eben noch in einem gewissen Preisbereich auch liegt, dass man da schon gemütlich zuschlagen kann, sich keinen Kopf machen muss. Klar, der Rest hier könnte auch irgendwie super duper rot sein, aber... kann ich alles haben. In etwas dunklerer Gestalt kommt die Tech 9 Isaac daher. Für 80 Cent in WW ist sie schon nice. Also die wird einfach nur dunkler, sehe ich das richtig? Ja, aber auch ein bisschen abgeschrubberter. Guck mal, das ist jetzt Battle Game. Geht auch noch voll in Ordnung. Das ist FN? Weiß ich nicht. Da würde ich sogar fast. Oh, Battle finde ich gar nicht so schlimm. Aber ja, in WW ist sie aufgeführt. Let's go. Natürlich möchte die CZ auch genannt werden, auch wenn sie gar nicht von so vielen gespielt wird. Vor allem mir fehlt da das Aim dazu, das weiß man ja. Die hat so wenig Munition, das ist einfach zu schnell vorbei und dafür das Aim eben zu bad. Die Crimson Web CZ75 Auto auf dem CZ-Platz für 80 Cent. Jo. Und wir bleiben weiterhin bei den Crimson Web Skins. Der R8 Revolver ist auch in diesem eben angemalt. Und ihr werdet nicht glauben, wie die Deagle gleich aussieht. Der Revolver liegt übrigens bei 20 Cent und die Deagle liegt mit ihrem Crimson Web Skin bei 20 Euro. Ist jetzt ein bisschen mehr, aber kann man sich eben auch gönnen, ne? Wenn man Rot-Fan ist. Zugriff, ganz klar. Somit sind wir hier mit den Pistols fertig und nun folgen die SMGs. Ich gucke auch, dass ich unten im Video wieder diese Einteilung mache, dass ihr zumindest für diese Waffenkategorien, dass ihr da springen könnt und sehen könnt, wo die Kapitel liegen. Die erste Waffe hier bei den SMGs ist die MAC-10 Candy Apple. War, denke ich, auch vielen klar, was hier eben rumkommen wird. Die liegt im Minimal Wear vor für 20 Cent. Da wollte ich ganz kurz nochmal auf FT gucken. Ja, geht auch noch klar eigentlich. Kann man schon noch machen. In FT werden das dann nur noch 16 Cent. Aber die machen den Bock natürlich jetzt auch nicht fett. Beziehungsweise wiederum die Besserung von FT auf MW, das hier ist jetzt MW, sorry, ist es auf jeden Fall wert, dass man da halt dann ein paar Cent mehr zahlt. Dass man dafür fast gar keine Marken hat. Ich sage ja auch nochmal, dass die gesamten Preise, so wie sie gerade sind, von Skinbaron sind. Das ist eine deutsche Seite, da könnt ihr ganz locker halt Skins kaufen und verkaufen. Deutscher Support, Lirum Larum. Ich bin da ewig lange schon Partner und ja, nicht, dass jetzt jemand sagt, hey, auf Steam kostet die mehr oder sowas. Also, das sind die Preise von Barönchen. Aktuelle Preise. Es kann natürlich sein, dass die, wenn ihr das Video seht, in einem Jahr, dass die Preise anders sind. Weiter geht's mit der wunderbaren UMP45 Fullstop für 20 Cent. Die, ja, es geht. Ach komm, es geht. So hässlich ist sie gar nicht. Der nächste Punkt auf der Liste ist die MP5 SD Souvenir Lab Rats. Bei den MP5 ist es halt so ein bisschen schwierig. Aber ja, die ist doch auf jeden Fall... gut genug in Rot getaucht, dass man sagen kann, dass die für ein rotes Loadout passt. Ich denke, die wenigsten von euch spielen eine MP5. Aber ja, wenn, dann natürlich die Lab Rats für 10 Cent. Und das in FN. Jo. Eine leckere Ruby Poison Dart folgt. Die erinnert mich direkt ein bisschen an die UMP45 mit diesen Formen. Für 80 Cent in Minimal Wear erhältlich. Und ja, das war ein Skin, der mir auch schon immer ganz gut gefallen hat auf der MP9. Der geht auf jeden Fall klar. Natürlich noch mit Stat-Track, aber dann ist halt der Preis auch noch mal ein bisschen höher. Aber Stat-Track muss es schon sein, ich bitte dich. Die PB Bison, Cradles Main Weapon, wenn man so will, in Candy Apple. War ja auch irgendwie klar, die ist ein bisschen hingefallen, aber nicht schlimm. War auch irgendwie klar, dass es eine Candy Apple ist. Ja, für 10 Cent
in Minimal Wear. Wir gucken ganz kurz rein, wie sie in FN aussehen würde. Das wären dann um die 18 Cent oder 17 Cent oder so plus minus geht. Also da ist halt hier ein bisschen weniger geschubbert, da ein bisschen mehr. Nee, es ist ein bisschen hübscher. Nein. Diese MP7 Bloodsport ist natürlich schon, das ist ein geiles Teil. Also auch wieder so wie vorhin bei der USPS, es ist ein super Teil, auch wenn man da gar nicht großartig auf irgendwelche Farben glotzt. Es ist ein sehr schöner Skin. 2 Euro in Minimal Wear, auch vollkommen erschwinglich. Und zu guter Letzt bei den SMGs die P90 Shallow Grave. Ein sehr hübsches Ding, habe ich jahrelang gespielt. 2 Euro in Minimal Wear. Weiter geht es mit den Schrotflinten. Und nun schleicht sich hier als allererste Shotgun die Sword of Breaklight an. 1,30 Euro in FN. Ja, also die kann man schon machen, ne? Ich meine, gut, wird halt nicht so oft, obwohl, Inferno, Apartments, doch. Darauf folgt die Mac 7 Heat für 70 Cent in Minimal Wear. Nice, ein heißes Teil. Die Tranquility XM für 4,70 Euro in Minimal Wear folgt hier. Und hier haben wir auch wieder einen sehr nice Skin. Auch wenn er tatsächlich, also er passt perfekt ins Red Loadout. Und dennoch ist es eben was man locker auch in einem gemischten Loadout haben kann. Sehr schöner Skin auf jeden Fall. Wer hätte es gedacht, eine weitere Candy Apple und zwar bei der Nova für 10 Cent in FN sogar. Und darauf folgt die Candy Apple Variante der M249 und zwar die System Lock für 60 Cent in FN. Gut, da ist ein bisschen mehr Beschriftung drauf, aber sonst, das ist aber wirklich eine Waffe. Kann mir keiner erzählen, dass er die gerne spielt. Negev kann ich irgendwie noch verstehen zum Trollen, aber das hier, nee. Und zu guter Letzt folgt bei den Shotguns bzw. Heavies die Negev Lionfish für 50 Cent in Minimal Wear. Das ist in Ordnung, das Ding. Damit kann man schön Leute abfacken. Jetzt folgen noch die Rifles und danach gibt es schon die Knives und die Gloves. Let's go. Zuallererst haben wir hier die AK-47 Orbit MK am Start. Ist zwar nicht gerade super kräftig mit dem Rot, aber dennoch passend. 8 Euro in Field Tested auf Skin Baron. Bei der M4A4, die auch gar nicht so viele spielen, folgt die Evil Daimyo für 1,50 Euro in Minimal Wear. Und bei der Schwester der M4, und zwar der M4A1S, gibt es natürlich die Cyrex. Das war irgendwie klar. Lecker Teilchen. Kann man sich immer gönnen. 16 Euro in Field Tested. Und schon sind wir hier bei der AWP angekommen. Die gibt es für 27 Euro in FT. Und diese Redline kommt natürlich trotzdem, finde ich, noch gut rüber. Wir können noch kurz die nächste Variante anschauen, also MW. Aber da legt natürlich der Preis schon gut zu. Ich habe jetzt hier nur eine kleine Übersicht in Richtung 57 Euro. Wow. Gut, dann lieber FT, ja. Also auf Skin Baron 27 Euro. Und ihr werdet es kaum glauben, eine weitere Candy Apple, und zwar bei der Krieg, ist sie am Start für 2 Euro in Field Tested. Ja, warum nicht? Und auch die AUG möchte nicht vergessen werden, die Sid Meat liegt auf dieser Stelle, 1,60 Euro in Field Tested. Sieht auf jeden Fall super aus, also hier ist es, ist lecker, lecker Teilchen. Die Roll Cage Farmers für 2,60 Euro in FT haben wir jetzt hier vor uns und es ist nach wie vor ein Rallye-Skin für mich. Die ist ganz klar schon in gewissen Matsch-Pumpen-Rallye-Strecken mitgefahren und ist nie Erster geworden, aber hat trotzdem einen guten Platz belegt. Ist ein schönes Teil. Als nächstes haben wir die Galil AR am Start für 90 Cent. In Factory New kann man sich die Signal an den Start holen. Für verzweifelte Geldsparrunden machbar, aber sonst auch nicht so gerne gespielt. Wer 5,30 Euro bei sich daheim noch rumliegen hat, kann sich diese SSG-08 Bloodshot ersnacken für sein Red Inventory. Die SCAR 20 wiederum kostet nur 2,40 Euro mit diesem leckeren Bloodsport-Skin in Field Tested. Und zu guter Letzt folgt bei den Rifles die G3 SG1 The Executioner. Kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. NACL, get some here, okay, ja. Gut, wenn man die Autosnipe spielt, dann ist man schon so ein kleiner Salzstinker, das ist klar. Nun folgen die Knives und die Gloves in verschiedenen Ausführungen. Wir haben einmal 3 günstige und 3 teurere Varianten bei den Knives und bei den Gloves 2 günstigere und 2 teurere. Das gesamte Loadout liegt, wie gesagt, bei 126,60 Euro ohne Gloves und eben Knives, weil ihr die halt dann selbst variabel dazu snacken könnt. Wir machen das Ganze wie folgt. Ich zeige euch bei den günstigsten Varianten einmal den günstigsten Skin und bei den teuersten Varianten einmal den teuersten Skin und die anderen lese ich einfach nur vor, dass wir nicht so ewig lange rumkeckeln hier. Bei den günstigen Skins haben wir einmal das Gutknife Crimson Web am Start 77 Euro auf Skin Baron in FT. Bei den teuren Varianten haben wir ein Butterfly Crimson Web an der Hand für 650 Euro. Das ist schon viel in Valvorn. Muss man halt gucken, wie man sich das
aufteilt. Die Spanne ist auf jeden Fall riesig. Des Weiteren war bei den günstigeren Varianten noch ein Gutknife Autotronic in Battlescared für 95 Euro drin und ein Gutknife Slaughter in Fieldtested für 99 Euro. Bei den teuren Varianten hatten wir einmal ein Bayonet Autotronic in Battlescared für 315 Euro und ein Karambit Crimson Web in Battlescared für 395 Euro. An der Stelle möchte ich noch erwähnen, dass die gesamten Skins von Sneasel herausgesucht wurden. Vielen, vielen Dank an dich, Sneasel. Kuss geht raus. Und weiter geht's. Weil ihr glaubst, dasselbe Spiel, einmal die günstigsten Glöverinchen, und zwar die Broken Fang Gloves mit dem Needlepoint Skin. Die sind schon schnuckelig. Für 60 Euro. Dann gibt es noch die Driver Gloves Reason the Red, Rezan the Red, in Field Tested für 78 Euro. Und bei den teuren Varianten haben wir einmal die Sport Gloves Scarlet Champ für 300 Euro in FT und noch die Handwraps Slaughter in Field Tested für 240 Euro. So, meine Damen und Herren, das war es soweit mit dem roten Inventory. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich gerne eigene Skins eben reinballern, was ihr anstelle von unseren vorgeschlagenen Skins genommen hättet, wie vielleicht euer aktuelles Red Loadout auch aussieht, falls ihr schon eins habt. Falls ihr irgendwas überhaupt nicht gut findet, könnt ihr das natürlich auch sagen, wenn ihr sagt, hey, da gibt es auch einen Skin, der viel, viel, viel besser passt als der, den ihr genannt habt. Und ihr könnt natürlich gerne auch die nächste Farbe vorschlagen, die wir machen sollen. Wir haben bis jetzt grün und rot. Let's go! Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes, vielen Dank fürs Anschauen natürlich und natürlich auch vielen Dank fürs Zusehen, das ist klar. Wir sehen uns auch im nächsten Livestream, wenn ihr Zeit habt, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Denkt dran, da gibt's die Videogames, da gibt's die Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Wir haben hier auf YouTube zwar auch welche, aber die sind meistens deutlich kleiner als die es auf Twitch gibt. Auf YouTube haben wir so im Schnitt 50 Cent bis 1 Euro an Wert oder sagen wir bis 3 Euro und auf Twitch sind es pro Stream so 5 bis 20 Euro, die wir raushauen und dann eben nochmal mit den Knives nochmal ein bisschen mehr. Ja, also von daher rankommen. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fetten Mutter auf die Insta.